Ihr hast Dienstagabend in Balingen, war sehr emotional, auch sehr lang. Ihr seid später in der Nacht erst wieder heimgekommen, hattet aber jetzt am Mittwoch zumindest die Gelegenheit, noch mal ein bisschen das Spiel und diese ja doch sehr laufintensive und kraftintensive Schlussphase aus dem Bein zu schütteln. Ist die Mannschaft da soweit ganz gut rausgekommen und nochmal halbwegs erholt? Ja, es wirkt so. Wir haben noch zwei Trainingstage. Das ist im Vergleich zu vorher schon mal ganz schön, dass wir einen Tag mehr haben, um uns wirklich topfit zu fühlen. Und dementsprechend wird heute auch nochmal locker trainiert, ein paar taktische Dinge vielleicht gemacht und dementsprechend wenig Kraft. Und dann werde ich auch wahrscheinlich erst, wenn der Anpfiff erfolgt und wir die ersten Minuten laufen sehen, ob wir richtig gut erholt sind. Aber das Gefühl ist da durch den Tag mehr, dass das sicherlich gelingt. Haben wir vorher jetzt ein paar Tage schon gezeigt, dass das gelingt, dass die Jungs auch sich schnell regenerieren und wieder topfit ins Spiel gehen können. Verletzte sind auf jeden Fall keine dazugekommen, schließe ich mal daraus. Nein, es ist so, dass alle gesund sind. Die letzten Jungs, die fehlen, das ist Sebastian Saftig, Paddy Dragon und Felix Müller, die sind weiterhin verletzt, alle anderen sind einsatzfähig. Dann schauen wir jetzt natürlich auch noch auf den Ostersamstag, auf das Spitzenspiel. Das ist natürlich auch Wahnsinn, dass wir auch in dieser Situation sind, dass es nochmal so spannend ist zum Saisonende hin und wir auch ganz oben stehen und weiter marschieren momentan. Wie erlebst du die Phase gerade? Ja, es ist wirklich diese alte Floskel von Spiel zu Spiel denken. Ist klar, wir haben uns tierisch gefreut, dass wir wieder Tabellenführer sind, nachdem wir eben auch zwischenzeitlich mal 6 Punkte Rückstand auf Ulm hatten, dass wir da 2 Siege einfahren konnten. Hat uns gut getan. Auch mal in der letzten Minute, vorletzten Minute einen Siegtreffer zu erzielen, das tut gut, stärkt unsere Überzeugung einfach noch mehr, dass wir eben auch Gegner bespielen können und geduldig bleiben müssen weiterhin und dann auch in der Schlussphase Spiele entscheiden und gewinnen können. Das tut uns gut, aber es ist jetzt eben auch Steinbach wieder ein anderer Gegner, der andere Qualitäten mit sich bringt und dementsprechend ein ganz neues Spiel, wo wir uns darauf fokussieren werden, uns bei Null losgeht. Das wollen wir und die Tabellensituation ist gut, dass wir sie so haben, aber für das Spiel, für die Vorbereitung des Spiels zählt die nicht großartig was. Wie gesagt, emotional kann es ein bisschen mehr Stabilität geben, aber wir müssen uns auf einen harten Kampf einstellen. Aber das hatten wir in den letzten Spielen regelmäßig, dass es immer wieder mühsam war, dass wir richtig investieren mussten und haben es dann regelmäßig doch gezogen und gewonnen. Dementsprechend ja, wird das auch am Samstag uns erwarten. Du hast jetzt schon kurz angerissen, es wird mit Sicherheit nochmal ein anderes Spiel als zuletzt in den letzten Wochen. Was könnte da konkret auf uns zukommen? Steinbach hat jetzt auch eine sehr, sehr lange Serie ohne Niederlage. Trainerwechsel in Winterpause, also läuft eigentlich auch ganz gut bei denen in der Gesamtheit. Ja, absolut. Sie haben, glaube ich, seit dem Jahreswechsel wenig Tore kassiert und unter dem neuen Trainer die Defensive sehr, sehr stark gemacht und dementsprechend wenig Tore zugelassen, wenig Chancen zugelassen, haben immer wieder die Qualität, doch vorne Tore zu machen, haben ein bisschen geswitcht, einen Stock vom Mittelfeld in Sturm gestellt, der dann auch getroffen hat. Es wird eine Mannschaft sein, die einen ähnlichen Lauf hat wie wir und deshalb wird es bestimmt ein hochklassiges Duell werden und ich bin sehr gespannt, wie es dann laufen wird und am Ende wollen wir es natürlich auch gewinnen. Das hoffen wir auch. Dankeschön. Gerne.